Herzlich willkommen zu einem neuen Video von Läufer & Co. Heute wollen wir euch einmal die Seiko Prospects Diver Limited Edition Automatik präsentieren. Wir haben euch natürlich wie immer den Link zur Uhr hier oben in der Infokarte verlinkt und unten in der Videobeschreibung. Und jetzt wünschen wir erstmal viel Spaß bei dem Video. So, vor uns haben wir nun die Seiko Box. Hier einmal von außen. In einem wunderschönen Blauton gehalten. Oben on top mit Seiko-Schriftzug. Aber wichtig ist natürlich, was drin ist. So, als allererstes begrüßen uns noch ein paar Unterlagen. Zum einen hier die Garantieunterlagen sowie die Bedienungsanleitung. Und hier haben wir das Modell. Und das wollen wir uns jetzt einmal genauer anschauen. So, und nun haben wir hier das Modell vor uns. Wie gesagt, handelt es sich um die Seiko Prospects Diver Limited Edition Automatik. Dieses Modell ist limitiert auf 2000 Exemplare weltweit und ist eine Neuauflage der ersten Seiko Taucheruhr aus 1965. Und das Schöne dabei ist, dass sich im Vergleich zu der Urversion nahezu nichts verändert hat. Zumindest äußerlich. Die inneren Werte, da kommen wir gleich noch zu, die sind natürlich angepasst worden. Wir haben hier ein Edelstahlgehäuse mit Hartbeschichtung. Diese schützt besonders vor Kratzern und ermöglicht somit eine lange Lebensdauer. Des Weiteren haben wir in der Front, auf der Front entspiegeltes und gewölbtes Saphirglas. So kann man das sehr gut sehen. Leichte Wölbung. Das Gehäuse ist 39,9 mm im Durchmesser und besitzt eine Höhe von 14,1 mm. Die Krone, die wir hier sehen, ist verschraubt. Und wenn die Kamera es scharf stellt, hier kann man es sehen, auf der Krone ist der Seiko-Schriftzug zu sehen. Das verbaute Uhrwerk ist das eigene Kaliber 8L35 mit bis zu 50 Stunden Gangreserve und das Uhrwerk hat 26 Steine. Schauen wir uns das Ziffernblatt einmal genauer an. Wir haben hier leuchtende Zeiger sowie leuchtende Indizes, die Datumsanzeige gut ablesbar auf der 3. Und hier wunderbar die einseitig drehbare Lünette. Hier noch einmal zu sehen, die verschraubte Krone. Diese lässt sich auch wirklich einwandfrei und butterweich zielgenau einstellen. Des Weiteren haben wir hier einen verschraubten Gehäuseboden.
Das Modell ist, wie man hier sehen kann, bis zu 200 Meter wasserdicht, beziehungsweise 20 Atmosphären, 20 Bar und eignet sich daher für Taucher perfekt. Ausgeliefert wird das Modell, wie man hier sehen kann, mit einem Kautschukband, schön griffig. Mit Dornschließer und die Seiko-Schlaufe ist hier ebenfalls aus Edelstahl gefertigt. So, jetzt wollen wir mal die Leuchtzeiger und Indexe zum Leuchten bringen. Hier kann man es wunderbar sehen. Also auch bei Nacht perfekt ablesbar. Zusätzlich zu dem Kautschukarmband wird das Modell mit einem wunderschönen Edelstahlarmband ausgeliefert. Perfekt zu sehen, mit Faltschließe und zwei Knöpfen zum Öffnen. Sehr hübsch und sehr wertig. Dann wollen wir auch einmal bei dem Modell die Maße nachmessen. Und hier kommen wir handgemessen auf 39,9 mm. Angegeben vom Hersteller ist sie mit 39,9. Also alles im Rahmen. Die Gehäusehöhe beträgt bei diesem Modell 14,2 mm. Und das ist nur eine Abweichung von 0,1 von der Angabe. Wie gesagt, alles handgemessen, inklusive Messtoleranzen. Und schauen wir uns auch einmal den Hornabstand an und da kommen wir bei diesem Modell auf 48 mm. So, dann legen wir auch dieses Modell einmal auf die geeichte Goldwaage. Und da kommen wir auf ein Gewicht von 110,12 Gramm. Zum Vergleich kann ich auch einmal das Edelstahlarmband auflegen, in diesem Fall ohne Uhr. Und da kommen wir allein für das Edelstahlarmband auf 84 Gramm. Jetzt habe ich das Modell auch einmal angelegt. Hier wunderbar zu sehen. Ist wirklich sehr angenehm zu tragen. Das Kautschukarmband schmiegt sich perfekt an, ist wirklich kaum spürbar. Die Krone stört auch nicht oder drückt nicht in die Hand ein. Hier noch einmal schön zu sehen, das Band ist relativ lang gehalten, sodass man dieses Modell perfekt auch über einen Tauchanzug tragen kann. So, das war es jetzt mit unserem Video zu der Seiko Prospex Diver Limited Edition Automatik. Wir hoffen, das Video hat euch gefallen. Falls nicht oder irgendwelche Anmerkungen, Anregungen oder Wünsche habt, schreibt sie doch bitte einfach unten in die Kommentare. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video. Bis dahin. Ciao.